Sie haben beide ein Lied aufgenommen, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Es gibt kein fremdes Leid für mich. Begleitet werden Sie übrigens von zwei Musikern der Gruppe Elefant und von zwei Musikern der Gruppe Wir. Gestern Abend, da fragte die Kleine, schlafen jetzt alle Kinder der Welt? Nein, nur die, wo es jetzt dunkel ist, auf unserer Hälfte der Welt. Hinterher, da fragte sie mich, ob alle ein Bettchen haben und ob die Eltern ihnen genug zum Abendbrot gaben. Und sie fragte Papa, nächstes Jahr hab ich dann einen Zopf. Warum tragen die Mamis in Afrika das Wasser auf dem Kopf? Dann fragte sie mich, Mama, was ist Krieg? Und es kam, dass ich plötzlich schwieg. Und ich sag, und wenn alle dagegen sind, geht die Gefahr vorbei. Nicht zu klein, nicht zu klein, um zu wissen von den Dingen der Welt, wenn sie schon danach fragt. Oh, wie könnte ich schweigen, wenn sich mein Kind zurechtfinden will? Schweigt eine Mutter nicht still. Für jedes Kind soll auf der Welt immer Brot und Frieden sein. Frieden sein. Frieden sein. Es gibt für mich kein fremdes Leid. Es ist nicht weit. Es gibt für mich kein fremdes Leid. Es traf mich gestern, trifft mich heute. Im Fernsehen sah sie Bilder aus dem Libanon. Ja, sie kam in die Küche und erzählte mir davon. Mit großen Augen fragte sie plötzlich, was machen die Kinder im Krieg? Vielleicht spielen sie im Keller noch, wenn die Rakete schon fliegt. Für jedes Kind